Verein gegen die DFB-Strafe von 8.000 Euro. Die soll der Verein zahlen, weil der Ordnungs- und Sicherheitsdienst beim Thüringen-Derby, also gegen Erfurt, nicht ausreichend gewesen sein soll. Und deswegen soll es zu den Ausschreitungen gekommen sein. Und Trainer Van Eck, der kann froh sein, wenn er seine Mannschaft heute wieder halbwegs vollzählig begrüßen kann. Denn ein Magen-Darm-Virus ging rum. Mitte der Woche konnten nur noch 7 Spieler am Training teilnehmen. Deswegen jetzt die Frage an Bodo Boeck. Sind denn alle wieder fit? Nein, alle sind nicht fit. Aber Van Eck hat gesagt, wir werden in jedem Fall mit 11 Mann auflaufen und hat das versucht, ein wenig humoristisch zu sehen. An den Fischbrötchen in Emden, so sagt er, hat es nicht gelegen. Davon habe ich auch genossen. Blick auf die wunderschöne Umgebung der Kernberge in Jena. Und dann schauen wir mal auf das Aufgebot. Wutt gefehlt, 5. gelbe Karte gesperrt und ansonsten gar nicht so viel Veränderungen. Ullmann, der ist neu in der Mannschaft im Mittelfeld. Henge, wie gehabt, die einzige Spitze in diesem 4-1-4-1-System. Die Bayern, wie gewohnt, in Rot-Weiß. Rot und nach 2 Minuten mit der ersten Möglichkeit im Spiel. Tom Schütz heißt der junge Mann. Es ist ja eine Mannschaft, 20, 21, 22 Jahre sind diese Burschen. Und sie machen ganz schön Furore in dieser dritten Liga. Jena also von rechts nach links mit Eckhardt. Und das ist eine Stärke der Bayern. Sie sind sehr, sehr schnell, gewandt, spritzig. Und das bekommt Carl Zeiss Jena in diesen Anfangsminuten durchaus zu spüren. Fuchs, über ihn sagt Van Eck, es scheint so, als hat der schon immer zu uns gehört. Kämpft, hängt sich rein, wie in dieser Szene. Wird abgepfiffen vom Referee der Partie, Florian Steuer. Zweitliga-erfahrener Mann. Schubsen vom Thüringer, dass dann hier geahndet wird. Insgesamt ein sehr zäher Beginn in diesem Mittelfeldduell des Tabellenelften Jena gegen den Tabellenachten München. Und bei diesen Bayern, da schaut man ja ganz genau hin. Sie haben ja Spieler wie Lahm, Schweinsteiger, Hitzelsberger entwickelt im Talenteschub. Okay. 6.100 Zuschauer und bei allerbestem Fußballwetter. Es muss Spaß machen, heute hier auflaufen zu dürfen. Fuchs wieder, kämpferischer Einsatz, das ist deutlich zu sehen in diesen Anfangsminuten beim FC Carl Zeiss. Stimmt, da gab es ja Kritik nach dem Spiel bei Kickers Emden. Wieder der agile Neuzugang am linken Flügel. Und dann ist es Thomas Kraft, der hier getroffen wird. Zum einen von Björn Koblin, seine Mannschaftskameraden, und dann auch von Sebastian Henge. Und das sieht nicht gut aus für den Schlussmann, der ja bei Jürgen Klinsmann, dem Verantwortlichen der Profis, ganz hoch im Kurs steht. Er hat sogar überlegt, ihn für Rensing einzusetzen. Aber da hat man sich dann doch anders entschieden beim FC Bayern. Und für Thomas Kraft eine schlimme Erfahrung, die er hier machen muss in dieser 16. Minute. Er muss ausgetauscht werden. Torwartwechsel also bei den Gästen. Maximilian Riedmüller kommt in die Partie. Erste Diagnose bei Kraft, Gehirnerschütterung. Der Macher Hermann Gerland, ja, das wird ihm nicht so gefallen, dass er hier gleich auf dieser wichtigen Position einen Wechsel vornehmen muss. Ecke Carl Zeiss Jena. Vielleicht nimmt das Spiel jetzt ein wenig mehr Fahrt auf. Dann eine Diskussion über diese Situation von Koblin. Viele sagten, ja, Handspiel. Ich denke nicht, nein. Nicht bewusst jedenfalls ging hier die Hand zum Ball, als dass man da hätte Strafstoß geben müssen. Freistoß von Ziegner, vom Spezialisten des FC Carl Zeiss Jena.
Teilweise plätschert die Partie so dahin. Und es ist ein Manko auch in den ersten 45 Minuten, dass sich die Thüringer zu wenig Standardsituationen erarbeitet haben. René van Eck hat seiner Mannschaft ein Grausamkeitsprogramm verordnet. Nach dem Spiel gegen Kickers Emden Videostudium. Und da mussten sie die ersten 45 Minuten über sich ergehen lassen. Und das kann in der Tat grausam sein. Da gab es vor allem im spielerischen Bereich viel zu diskutieren und viel zu bemängeln. Wieder die agilen Bayern. Das ist einer der stärksten, das ist Müller. Thomas Müller, und Nulle beweist, dass er seit Wochen in sehr, sehr guter Verfassung ist. Nulle Sprechchöre von den Fans. Und gute Aktion von Thomas Müller. Aber ansonsten wenig Höhepunkte in diesen ersten 45 Minuten. Folgerichtig 0:0 der Stand zur Pause. Und wir haben mal Hendrik Backhus gebeten, den verantwortlichen Medizinern bei den Thüringern zu befragen, was das mit dem Virus alles so auf sich hat. Ist da spürbar, dass sie nicht 100% bei Kräften sind? Na, jetzt an einfachen Zeichen jetzt zu sehen, ob nun 100% oder nicht, oder hier an der Spielweise, das lässt sich schwierig ausmachen. Mit Sicherheit besteht natürlich eine Schwächung der Physis, aber wir haben vor allen Dingen Wert aufgelegt, dass wir sicher die Leute gesund hier auf den Platz bringen. Und das war mir das Wichtigste. Deshalb haben wir tägliche Kontrollen durchgeführt, um auch hier nichts anbrennen zu lassen. Keine Wechsel zu Beginn der zweiten 45 Minuten. Und vielleicht erleben wir ja eine bessere Partie. Jena hat eigentlich einiges gut zu machen. Gegen Erfurt, dieses Unentschieden war auch nicht unbedingt eine Offenbarung. Und dann ja die viel diskutierte Niederlage bei Kickers Emden. Aber es hat schon zu denken gegeben, dass nur 7 Spieler dann teilweise im Trainingsbetrieb stehen konnten. Ziegner, Fuchs, Henge, Eckhardt, Schmidt, die waren fit, die konnten trainieren. Fuchs war auch mit dabei. Aber ansonsten musste René van Eck schon mithelfen, damit ein ordentlicher Trainingsbetrieb zustande kam. Koplin, übrigens ehemals Union Berlin. Der 20-Jährige galt an der Wuhlheide als eines der ganz großen Talente. Jetzt endlich mal Spiel über die Flügel des FC Carl Zeiss. Auch das haben wir in den ersten 45 Minuten vermisst. Aber dann fehlt auch wieder die Genauigkeit. Riedmüller hat nicht so viel zu tun. Und sein Team, die Mannschaft von René van Eck, muss sich etwas einfallen lassen. Das Nachrücken auch zur Spitze, zum einzigen Stürmer Henge, klappt nicht. Aus dem Mittelfeld kommt viel zu wenig. Stattdessen diese Zittereinlage. Und hier können sie sich wieder bei Nulle bedanken, dass es nach wie vor 0:0 steht. Richtig reagiert vom erfahrenen Schlussmann des FC Carl Zeiss, der da aus seinem Gehäuse kommt und dann diese kribbelige Situation bereinigt. Nach wie vor kein großes Spiel, auch von den Bayern im Übrigen nicht, von den Unentschieden-Spezialisten. Aber jetzt nehmen sie Betriebstemperatur auf. Erneut Nulle gegen Contento. Und dann sind das Anzeichen dieser Schwächung. Wir haben es gesehen, Krampf bei Nils Hansen, der dann ausgewechselt werden muss. Cembri, der Mann aus Malta, wird für ihn in die Partie kommen. Der Kapitän ist ja besonders arg gebeutelt. Der ist seit einigen Tagen, seit einigen Wochen kann man sagen, schon angeschlagen. Taktisch ändert sich nicht so viel. Es bleibt beim System von René van Eck. Aber es muss mehr kommen, wenn sie dieses Spiel hier gewinnen.